Hi zusammen, willkommen zurück bei mir hier auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, der eine oder andere weiß, ich bin durchaus, auch wenn ich jetzt keine explizite Lieblingsbrennerei nennen würde, immer ein Fan von Edwardauer, ob der jetzt rauchig ist oder nicht. Also ich mag den Bellachin auch sehr, sehr gerne. Heute soll es aber um den nicht rauchigen, um den Edwardauer gehen, oder vielmehr um zwei. Ja, was haben wir hier Schönes? Zuerst mal den Standard 10-jährigen, überwiegend Cherryfassreifung, 10 Jahre alt, 40%, aber ungefärbt. Man beachte die Farbe, ja. Also, kühlgefiltert ist er leider, bei 40% eigentlich auch kein Wunder. Und kostet so knapp 40 Euro. Und dann habe ich hier diesen. Viele von euch kennen die, die kommen mehrfach im Jahr verschiedene Einzelfässer über Signatory von Edwardauer raus. Signatory gehört Edwardauer und von dem her ja, ist es eigentlich eine unabhängige Abfüllung vom eigenen Produkt. Wir haben hier Sherry Cask 382 und der ist destilliert am 22. November 2006 und abgefüllt am 23. Januar 2017. Damit ist der auch 10 Jahre alt. 46% nicht kühlgefiltert und ebenfalls nicht gefärbt. Ja, die Dinger sind kleine Sherrybomben. Das ist die Flasche 717. Grundsätzlich, und da auch ein klein bisschen was, ich bin jemand, der sich grundsätzlich dafür einsetzt, dass die Whiskys mit mehr Prozenten rauskommen sollen, dass nicht so viel dran rumgedoktert werden soll. Ich weiß, ich predige das immer wieder in meinen Videos, trotzdem kaufe ich mir zum Beispiel regelmäßig diesen Edwardauer 10 nach, der mit 40% abgefüllt ist und kühlgefiltert ist. Und schimpft gleichzeitig über den McKellen, die dasselbe tun. Erstens ist es natürlich immer eine Preissache. Und dann, ich sage mal, für mich als Whisky-Fan, und ich denke, das geht vielen so, und das wissen auch die Destillerien, gibt es gewisse Eckpfeiler, gewisse Klassiker, an denen man nichts verändern will. Weil die so für sich, genauso wie sie sind, eine Marke geworden sind. Eine Fanbase haben. Man müsste, wenn man das aufwerten würde oder wollte, eine zusätzliche Abfüllung auf den Markt bringen, weil man will ja die Fanbase, wo man für das Original hat, nicht verärgern. Und so schwer das fällt, das auch zuzugeben. Ja, ich kaufe ihn ja trotzdem. Das heißt, ich gehöre zur Fanbase von dem hier. Das heißt, ich würde wahrscheinlich komisch gucken, würde er anders schmecken auf einmal. Das Schöne ist, in dem Fall kriegen wir die Alternative. Und preislich liegen wir hier irgendwo bei 45 Euro, das heißt gar nicht so arg viel drüber. Was ich sagen muss, ich finde ja eigentlich das Design von diesen stumpfen, fetten Edwardauer Flaschen klasse, mit der Prägung, mit dem schönen Korken obendrauf. Hier sagt mir der Inhalt von den Daten mehr zu. Ist auch nicht direkt hässlich, aber es ganz ehrlich, optisch macht doch die Flasche viel mehr her. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll jetzt einfach mal darum gehen, wie kann ich diese beiden Whiskys überhaupt miteinander vergleichen. Kann ich sie vergleichen? Wo liegen denn die Unterschiede? Ich meine, irgendwo muss sich das ja auswirken. Das Alter ist gleich, das Sherryfass ist gleich. Ich habe hier mal beide stehen. Farblich ist der hier ein Tick dunkler. Klar, er ist weniger runder verdünnt und er ist ein reines Sherryfass, während der hier... Sie geben es nicht genau an, ob es wirklich eine Sherry, 100% Sherry-Vollreifung ist. Auf manchen Seiten heißt es, es wäre ein Wetting. Und es gibt ja durchaus auch Edwardauer im Bourbon-Fass. Und irgendwo muss man den nicht verwenden. Im Caledonia ist sicher keiner drin. Und im 15er schon gar nicht. Also von dem her muss der ja in den 10er liegen. Fangen wir einfach mal an. Und der hat einfach so eine typische Nase. Und gerade an der Nase ist er für mich nicht weit weg vom McKellen 12er Sherry Oak. Ich habe hier diese tiefen Sherry-Noten. Ich habe diese Möbelpolitur drin, dieses Ledrige, dieses Schwere.
nicht 100% durchgetrocknete Rosinen, die wohl noch so einen Kick Saft drin haben. Und dann Datteln mit Honig. Der ist süß, der ist schwer, der ist ledrig. Und auffallend ist, an der Nase wirkt er trotzdem 40% kein bisschen dünn. Der wirkt richtig kräftig. Alkohol nehme ich dafür überhaupt nicht wahr. Aber klar, wenn man länger riecht, kommt hinten raus so ein klein bisschen, ja, hölzerne Zigarrenkiste. Und zwar wirklich diese Mischung. Wenn man diese Zigarrenholzboxen aufmacht, hat man ja ein bisschen den Geruch vom Holz und von den Zigarren, die drin lagen. Und diese Mischung habe ich hier im Hintergrund auch. Und eben diese Möbelpolitur, Polyboy-Note, die ist überextrem gerade in dieser Abfüllung mit drin. Gucken wir doch mal, was er am Gaumen zu mir sagt. Im ersten Moment wirkt er ein klein bisschen dünnflüssig. Dann merkt man aber, wie er mit den Aromen richtig schön den Mund ausfüllt. Ist am Gaumen einen Tick trockener als in der Nase. Und da ist dann auch der Unterschied zu einem McKellen oder ähnlichem deutlich erkennbar. Der hier hat ein paar herbere Holztöne mit drin und weniger süßen Sherry. Also ich habe hier Eiche, ich habe hier leichte Bitterschokolade, ich habe trotzdem diese Rosinen. Ich habe jetzt weniger diese Honigdatteln auf der Zunge. Ich habe dafür vielleicht ein bisschen was wie fein. Ja, ein schönes, langsam trocken werdendes Gefühl auf der Zunge, mittellanger Abgang, Alkohol überhaupt nicht zu merken. Die Grundkonsistenz eben, gerade wenn man den ersten Schluck auf die Zunge nimmt, wirkt ein klein bisschen wässrig. Aber allein durch die Aromen, die sich über die Zeit im Mundraum entfalten, steckt da einige mit 43% locker in die Tasche. Auch was es dann wirklich die Kraft vom Whisky angeht. Und das ist faszinierend bei einem 40%er. Jetzt hinterher dran rieche, habe ich auch noch ein paar frischere Noten, die kommen aber jetzt erst langsam durch. Vielleicht sowas wie eine leicht herbe Orange. Im zweiten Schluck nimmt dann die Eiche noch ein bisschen mehr zu. Wirkt jetzt auch ein Tick belegend. Ich habe dieses Erdige, was man Edward Dauer nachsagt, gerade im zweiten Schluck jetzt hinten auf der Zunge drauf liegen und lässt so ein leicht raues Gefühl zurück. In Verbindung mit diesen leicht herben Holznoten und gleichzeitig aber vorneweg die Süße. Ja, es hat einen Grund, warum ich mir den ab und zu wirklich nachkaufe. Gehen wir jetzt zu diesem Kameraden hier. Und hier gleich eine Warnung, das was ich jetzt hier sage, gilt nur für dieses Fass. Ich hatte hier schon welche, die waren deutlich brachialer und kantiger. Das hier ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr runde Einzelfassabfüllung. An der Nase gleich viel, viel mehr Sherry, fast weinig. Und ich habe auch hier jetzt diesen. Ich meine, Edward Dauer liegt in den Bergen und in den Highlands in Pitlochry. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich hier trotzdem sagen, ich habe so ein klein bisschen so eine Mini-Jodnote dran. Sowas, ich weiß nicht, kennt ihr von früher diese Lippenheilcreme Mundisal? So ein klein bisschen diese Note ist hier mit drin. Insgesamt ist der Sherry fruchtiger. Nicht so auf durchgetrocknete Rosinen. Eher Richtung vielleicht überreife Pflaumen, frischen Feigen. Weiniger. Alkohol merke ich genauso wenig, obwohl er 46% hat. Die Eiche kommt kaum durch. Ja, aber hinten dran kommt auch wieder ein bisschen diese Möbelpolitur, ein bisschen Leder.
und man dann mit der Nase ein bisschen weggeht, dann habe ich hier schon diese erdige Note, diesen Lössboden, dieses, ja, zu Humus werdende Fass, bös gesagt, auf euch. Ein super öliger, süßer Antritt. Und wenn man ihn dann ein bisschen im Mund hält, dann merkt man, dass da Kraft dahinter ist. Dann kommt eine Pfeffrigkeit rein. Dieses Erdige. Er wird auch hier auf dem Gaumen trockener wie in der Nase. Ich habe hier wieder einen Hauch von trockenem Rotwein beinahe drin. Oder von halbtrockenem Sherry. Ein paar Rosinen, ein paar Backpflaumen, hinten raus jetzt hier auch Feigen, aber getrocknete. Er hat einfach durch dieses Pfeffrige, diese ölige Konsistenz mit diesem Pfeffrigen, gibt ihm richtig kräftiges, belegendes und auch leicht belebendes Mundgefühl. Du hast immer das Gefühl, es prickelt ein klein bisschen, aber das kommt erst, wenn du ihn im Mund hast. Der erste Antritt ist so super sanft. Und dann steigert er sich richtig hoch. Der Abgang ist mittellang bis lang. Es bleibt eine leichte Weinigkeit, eine leicht herbe Holznote hinten raus und dazu eine Mischung aus ja, Trockenfeigen mit einem Kick Vanille, die ich im anderen gar nicht hatte, obwohl der eigentlich ein paar Bourbonfässer wahrscheinlich mit dem Mix hatte. Hier habe ich eine leichte Vanillenote hinten raus. Insgesamt ist das aber ein wirklich sehr, sehr abgerundetes Single Cask. Klar, er hat eine leichte Pfeffrigkeit, aber er hat keine extremen Noten, die rausstechen. Es ist alles sehr, sehr homogen. Wie gesagt, das kann man auch anders erwischen. Der Vergleich gilt jetzt wirklich nur für diese zwei Flaschen, die mir beide sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, es hat seinen Grund, dass ich Edward Auer mag. Es ist einfach die Frage, wer soll sich jetzt was kaufen? Wenn ich kontinuierlich immer mal wieder einen Whisky trinken möchte und dieses Erlebnis wiederholen will, ist der 10er definitiv kein schlechter Kauf. Ich finde ihn von der Wertung in der Whisky Base komplett unterbewertet. Klar, man kann sagen, das mit den 40% ist nicht mehr zeitgemäß. So Sachen sage ich manchmal auch. Aber es gibt einfach Klassiker, an denen sollte man nicht rütteln. Das ist dasselbe wie mit einem Lagerhuling 16. Da sollte man den Teufel tun, irgendwas dran zu ändern. Von dem her ist es auch dort richtig gewesen, mit dem 8er eine zweite zusätzliche Standardabfüllung einzuführen. Man hat bei Edward Auer, wenn man den Standard will, aufgewertet mit dem Caledonia oder mit dem Fairy Flag, welche oben drüber. Aber das hier ist ein grundsolider Einsteiger, für jeden zu empfehlen. Er hat eigene Noten. Und Edward Auer ist relativ selbstständig im Charakter, gerade am Gaumen mit dieser Erdigkeit und dieser Polyboy-Note, sage ich mal. Das kann den einen oder anderen abschrecken. Ich stehe da voll drauf. Und ja, kann ich nur empfehlen, wie gesagt. Für die Leute, die gerne immer wieder was Neues haben, obwohl sie bei einer Brennerei bleiben, für die sind diese Abfüllungen hier gedacht und ja, qualitativ absolut zu empfehlen. Top Whisky, super Preis, tolles Sherryfass, in dem Fall auch noch absolut rund. Ja, kann ich nur für beide einen Daumen hoch geben. Wenn es jetzt wirklich an die Whisky-Community gerichtet sein sollte und nicht an Leute, die auch mal gerne Whisky trinken, dann würde ich sagen, holt euch von denen hier welche. Ihr erlebt immer wieder Nuancen anderen Whisky, aber das ist für den Preis sonst kaum irgendwo zu bekommen. Muss man auch mal ein Ausrufezeichen da hinten dran setzen. Und ja, von dem her, Top-Leistung Signatory, Top-Leistung Edward Auer und ich hoffe, das bleibt auch so. Man hat es bei Gordon McPhail gesehen, wenn plötzlich der Größenwahn kommt und man meint, die Dinger luxuriös aufarbeiten zu müssen, dann
ich verweise nur mal auf die Reviews mancher YouTube-Kollegen zur neuen Discovery-Serie und dem, was sie dazu denken. Und ich verkneife mir den Kommentar selber da dazu. Aber ich hoffe, dass bei Signatory man weiter auf den Inhalt Wert legt und nicht nur einen Preis für die schönste Optik des Jahres einsacken will. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ja, bis dann.